Hallo, mein Name ist Dagmar Geißler. Ich begrüße euch hier aus meinem Arbeitszimmer. Das ist in Deutschland, in der Fränkischen Schweiz. Da wohne ich mit ganz vielen Buntstiften und Pinseln und einer Menge Papier. Das wohnt da hinten in den bunten Schubladen. Und hier schreibe ich meine Geschichten und zeichne die Bilder und male die Bilder dazu. Ja, und ich sende ganz, ganz liebe Grüße von hier nach Hermannstadt. Die erste Frage kommt von Antonia. Buona ziua, io sono Stana Antonia Maria della Scuola Gimnasiale Nicolae Iorga Sibiu, classe A2B. Mi è piaciuto molto la carta per cui hai scritto ce so fac dacă mă pierd și de asta aș vrea să vă pun o întrebare. Ați mai scris și alte cărți din care copiii pot să învețe lucruri utile? Hallo Antonia, das ist eine schöne Frage und es ist tatsächlich so, dass ich in letzter Zeit viele Geschichten schreibe, bei denen man was lernen kann. Und dann ist es ja auch immer spannend, finde ich, wenn man was lernen kann. Und da gibt es zum Beispiel solche Bücher wie Wohin mit meiner Wut? Da geht es darum, wie es ist, wenn man so eine richtige Wut hat und die nicht loswerden kann. Oder es gibt eins, das heißt Was mache ich nur mit meiner Trauer? Also wenn man Grund zum Traurigsein hat. Oder Zum Glück gibt es Geschwister. Da geht es ums Geschwisterhaben. Ich habe selber 2 Geschwister und kenne mich deswegen ein bisschen aus. Und das Letzte, das ich gemacht habe, das heißt, vom Kranksein und gesund bleiben. Und das Interessante dabei ist, als ich dieses Buch gemacht habe, bin ich selber hinterher richtig krank geworden. Nicht, weil ich das Buch gemacht habe, sondern es war nur ein Zufall. Und ich bin auch wieder gesund geworden, was mich sehr freut. Das ist auch der Grund, warum es so lange gedauert hat, bis ich eure Fragen beantworten konnte. Aber jetzt kann ich das machen und es klappt ja hoffentlich noch rechtzeitig. Und das finde ich ganz schön. Also Antonia, ich schreibe gern Sachen und Geschichten, aus denen man was lernen kann. Und ich habe dabei auch immer meinen Spaß und ich hoffe, den habt ihr auch. Clasa a doua B la școala gimnazială Nicolae Iorga și întrebarea mea este unde era mama când Lili s-a pierdut? Hallo Sophia, du willst wissen, wo war die Mutter von Lili, als Lili verloren gegangen ist? Und ich glaube, die Mutter hat ganz schnell gemerkt, dass ihr Kind nicht mehr da war. Aber weil die Lili sich ja um den Robert kümmern wollte, ist sie nicht mehr an dem Ort geblieben, sonst hätten die beiden sich wahrscheinlich ganz schnell wiedergefunden. Und dann hat Lillis Mama angefangen, ihr Kind zu suchen. Und dann war sie wahrscheinlich ziemlich aufgeregt und voller Angst, bis sie es endlich wiedergefunden hat. Mă numesc Pârvu Maria Sofia, sunt elevă în clasa a doua B la școala gimnazială Nicolae Iorga din Sibiu. Cartea dumneavoastră este foarte frumoasă. Și am învățat multe reguli importante din ea. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este, cum a venit ideea să scrieți această carte? Das ist eine schöne Frage, weil es dazu wirklich eine Geschichte gibt, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Ich habe zuerst ein Buch gemacht, das hieß Ich gehe doch nicht mit jedem mit, wo es darum geht, dass man eben nicht mit jedem so einfach so mitgehen soll als Kind und wie man das auch sagen kann, wie man das den Erwachsenen gut sagen kann, dass man nicht mitgehen will. Und dann bin ich bei einer Veranstaltung gewesen, da war eine Polizistin dabei und die hat mir erzählt, dass es manche Kinder gibt, die sich, auch wenn sie verloren gegangen sind, nicht trauen, dann mit Erwachsenen zu sprechen, weil sie ja wissen, dass sie nicht mit jemandem Fremden mitgehen sollen. Und da habe ich gedacht, da muss ich ja was tun. Da möchte ich gerne ein Buch dazu machen, wie das geht, wenn man verloren geht, wie man da Menschen fragen kann, ohne dass man einfach so mit jemandem mitgeht. Und da habe ich dann so ein paar Regeln gefunden, die am Ende des Buches sind, die vielleicht oder hoffentlich helfen, damit gut zurechtzukommen.
Numele meu este Eduard Ban, sunt elev la școala gimnazială Nicolae Iorga, în clasa a doua B. Cartea dumneavoastră a fost foarte frumoasă și folositoare. Întrebarea mea este: cât timp v-a luat să scrieți această carte minunată? Danke, lieber Eduard, dass du tolles Buch gesagt hast. Das freut mich. Die Frage kann ich gar nicht so leicht beantworten, weil ich ja die Geschichte schreibe und auch die ganzen Bilder dazu mache. Und zwischendrin mache ich immer eine ganze Menge anderer Dinge auch. Deswegen weiß ich nie, wie lange ich am Stück an diesem Buch eigentlich gearbeitet habe. Ich denke dann immer, vielleicht waren es 3 oder 4 Monate, vielleicht war es auch länger. Insgesamt vergehen geht längere Zeit, weil dazwischendrin andere Dinge auch passieren. Aber so ungefähr 3, 4 Monate, würde ich sagen, dauert das. Bună ziua, sunt Daria Savoiu din clasa a doua B, școala gimnazială Nicolae Iorga Sibiu. Îmi place această carte pentru că este educativă și folositoare atât copiilor cât și părinților. Vă adresez următoarea întrebare. Ați trecut în copilărie printr-o întâmplare asemănătoare? Hallo Daria, daran kann ich mich nicht erinnern, aber mir ist mal mein Lieblingshund verloren gegangen. Der heißt Axel, den habe ich zu meinem ersten Geburtstag bekommen und der ist im Wald verloren gegangen bei einem Waldspaziergang. Und wir haben ganz lange gebraucht, um ihn wiederzufinden. Aber hier ist er, das ist Axel, der ist inzwischen auch schon ein bisschen alt, braucht eine Brille und wie du siehst, hat es geklappt, wir haben ihn wiedergefunden. Und später in meinem Leben ist mir das passiert mit meinem Sohn, da war er noch klein und das Buch hat es noch gar nicht gegeben. Und auch diese ganz tollen Regeln hatte ich noch nicht gefunden. Und ist er auf einem Fest in München verloren gegangen, auf einem großen Fest und wurde irgendwann in einem Festzelt ausgerufen. Und so haben wir ihn wiedergefunden und da waren wir alle ganz froh. Bună, eu sunt Roxandra Toma, clasa a doua B, școala gimnazială Nicolae Iorga. Mi-a plăcut mult povestea citită și vreau să te întreb cum ți-a venit ideea să pui sfaturile la sfârșit. Hallo Roxandra, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Und das habe ich deshalb gemacht, weil ich natürlich denke, dass man das nicht bei einem von einem Mal durchlesen sich merken kann. Und dass es ganz gut ist, sich das immer mal wieder in Erinnerung zu rufen, damit man in dem Moment, wo man wirklich verloren geht, nicht lange überlegen muss. Da ist man ja auch ein bisschen aufgeregt und dann fällt einem das alles vielleicht nicht wieder so ein. Aber wenn man das vorher sich öfter mal angeschaut hat, dann klappt das vielleicht besser. Deswegen habe ich das gemacht. Bună ziua, sunt Andrei Lupșa, elev la clasa a doua B, școala gimnazială Nicolae Iorga. Această carte este atât pentru copii cât și pentru adulți, fiindcă ne oferă o lecție de viață. Și aș vrea să vă întreb cum ați început să scrieți cărți pentru copii. Hallo André, das Buch, erste Buch, das gedruckt worden ist, habe ich geschrieben, als ich schon über 30 Jahre alt war. Vorher habe ich nur die Bilder für die Bücher, für die Geschichten von anderen Autoren gezeichnet. Aber ich wollte schon Geschichten schreiben, seit ich in der Grundschule war. Da habe ich immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, was willst du werden, habe ich immer gesagt, ich will Schriftstellerin werden. Und zeichnen wollte ich auch schon immer. Zeichnen wollte ich schon, seit ich so klein war. Da bin ich ungefähr 4 Jahre alt vielleicht. Aber meine Mutter sagt, ich habe schon gezeichnet, als ich noch gar nicht reden konnte. Daran kann ich mich natürlich nicht erinnern. Jedenfalls hat es alles ganz schön lange gedauert. Aber jetzt bin ich froh, dass es geklappt hat, dass mein Lieblingsberuf auch mein Beruf geworden ist. Bună, eu sunt Lucas, sunt elev la școala gimnazială Nicolae Iorga. Mi-a plăcut foarte mult această carte și aș vrea să vă adresez o întrebare. Ce a făcut tata lui Robert când Robert s-a pierdut de el? Hallo Lucas, du willst wissen, wo der Vater von Robert war, als Robert verloren gegangen ist. Und ich nehme an, bei Roberts Vater war es genau wie bei Lillys Mutter. Der hat sofort angefangen, seinen Sohn zu suchen. Aber weil der Sohn halt so schnell fortgelaufen ist und sich versteckt hat, hat er ihn nicht gefunden. Dann ist er immer aufgeregter und aufgeregter geworden.
Vor allem deshalb, weil er ja auch mit seinem Sohn keine solchen tollen Regeln ausgemacht hatte wie Lilly mit ihrer Mutter. Aber es ist ja alles gut ausgegangen, zum Glück.